Jo, was geht, meine Freunde? Selber wieder am Start. Und heute gibt es ein neues Video, wo ich euch zeige, wie ihr die Fahrzeuge von The Fast and Furious nachbauen könnt. Es wurde sich gewünscht, dass ich von Dominic Toretto den Charger nachbaue. Ihr seht es jetzt schon hier im Hintergrund oder auf dem Schirm. Ich habe nachgebaut. Und zwar braucht ihr nur das Fahrzeug De Classy Vicro. Viegro heißt es, Entschuldigung, Viegro. Den könnt ihr euch für 21.000 Dollar kaufen. Also ist nicht die Welt, macht 2 Missionen und zack, habt ihr den. Und dann zeige ich euch auch gleich, wie man ihn baut. Ich werde hier oben links auch mal kurz ein Bild einblenden, wie der Charger von Dom aussehen wird. Oder halt aussieht im Film. Und ja, ist eigentlich relativ easy zu bauen. Ihr müsst nicht viel Geld dafür ausgeben. Also auch für die armen GTA-Spieler unter euch ist es machbar. Macht einfach 2-3 Missionen und ihr habt das Geld zusammen und könnt auch mit diesem schicken Fahrzeug rumfahren. Dann würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei und sehen uns auch gleich im Los Santos Customs wieder. Ja, also in der Tuning-Werkstatt ist eigentlich recht simpel, das Fahrzeug zu machen. So die ganze Leistungstuning könnt ihr euch selbst entscheiden, wie ihr es machen wollt. Auspuff, den Doppelrohrauspuff solltet ihr nehmen. Motorhaube, den Ansaugtrichter. Dann solltet ihr Lackierung, die Primärfarbe auf matt schwarz setzen. Obwohl er eigentlich in neueren Filmen einen schwarzen Metallic-Look hat. Also das könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr jetzt so von dem Film, also ersten Teil aus 2001, da fährt er ja mit einem matt-schwarzen Charger rum und in den neueren Filmen mit einem Metallic-schwarzen Charger. Ich habe mich für matt-schwarz entschieden, weil ich finde, es sieht geiler aus. Dann müsst ihr, also wie Federung, Getriebe, Turbo, könnt ihr alles selbst entscheiden. Reifen, Felgentyp, Muscle Car, Serienfelgen und dann auf Classic 5. Reifenmuster könnt ihr hinzufügen, müsst ihr aber nicht. Und das war's eigentlich schon. Das ist eigentlich recht easy zu machen. Geht relativ fix. Und ja, so ist es nun mal. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut's rein und ciao, ciao.